In der heutigen Folge von Ich geh angeln. Ich bin das erste Mal hier mitten in der Natur nirgendwo. Ich werde mit kleinen Ködern, mit Mini-Jigs, mit Mikro-Jigs, mit Naturködern auch auf Friedfische angeln. Mal reinschütten das Zeug hier. So, alle Friedfischangler dürfen jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ich hier falsch mache. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Guck mal, Leute, wo ich hier bin. Ich habe hier einen See gefunden, den ich nicht kenne. Ich bin das erste Mal hier mitten in der Natur nirgendwo und mache heute eine Methode, die ich vorher noch nie gemacht habe, weil es heute ein richtiger heißer Tag. Die Raubfische haben wahrscheinlich jetzt zu der Tageszeit keinen Bock, aber ich habe trotzdem Bock zu angeln. Deswegen habe ich mir meine Ultraleitrute geschnappt und werde heute mit kleinen Ködern, mit Mini-Jigs, mit Mikro-Jigs, mit Naturködern auch auf Friedfische angeln. Also quasi Spürangeln, ein bisschen jiggen. Das habe ich noch nie vorher gemacht, also nicht bewusst. Und habe es aber gesehen, es war vor 10 Jahren oder so, war es mal ein kleiner Trend. Der wurde aber dann irgendwie nicht weiter verfolgt. Ich fand es aber schon immer geil und deswegen mache ich das heute. Ne? Und ihr seid mit dabei. Also, let's go. So. Also, zum Friedfischangeln. Ne? Man kann natürlich jetzt auch so loslaufen und rumspüren. Aber ich werde mir trotzdem erstmal so einen Platz machen, den ich anfütter. Ganz einfach, wie beim normalen Posenangeln. Da mache ich aber keine Wissenschaft draus. Da habe ich mir einfach Fertigfutter geholt, ein bisschen Paniermehl, hol das zusammen und dann schmeiße ich es raus. Dann lege ich mir so einen richtigen Teppich an, also nicht nur so klein, so wie beim Posenangeln, sondern richtig breit gefächert, dass da richtig viele Fische rumschwimmen. Und den Teppich werde ich dann so ein bisschen abklopfen. Ne? Und wenn da nichts beißt, dann werde ich auch mal einfach am Schilf ein bisschen langlaufen, da ein bisschen gucken, ein bisschen schmeißen. Vielleicht sieht man ja auch sogar eine schöne große Rotfeder so, die schwimmen ja manchmal da so rum. Ne? Das versuche ich jetzt mal. Es wird schon geil. Ich habe mal sehen, ob das klappt. So. Mal reinschütten das Zeug hier. So. Soll ich euch noch die ganzen Bestandteile sagen? Ja, müsst ihr euch andere Videos angucken. Es gibt genau 2, 3 Bestandteile. Fertigfutter. Paniermehl und Wasser. Ein bisschen durchmischen. Und dann darf das Futter nicht so nass sein, weil man will ja keine Klumpen haben. Also will jetzt nicht genau ein Bein reinschmeißen, wo der Fisch hinschwimmt, sondern wie gesagt ein Teppich. Das muss alles ein bisschen lockerer sein. Und auch ein bisschen langsam runter und so. Ne? Weil der Fisch kommt ja nicht zum Köder, sondern der Köder kommt zum Fisch. So, Wasser. So, alle Friedfischangler dürfen jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ich hier falsch mache. Und sich über mich lustig machen. Da habe ich kein Problem mit. Okay. So, ich lasse das Futter jetzt erstmal ziehen, ne, dass es ein bisschen richtig so durchzieht. Und ich werde wahrscheinlich jetzt hier vorne, müssen wir gucken, da vom Schilf, so ein bisschen weiter abseits, weil bei Schilf, weil da sind ja immer viele Fische drin. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das hier tiefenmäßig verläuft, aber ein bisschen Fischaktivität ist hier schon an der Oberfläche, sind nur kleine. Aber da werde ich auf jeden Fall erstmal meinen ersten Teppich ausbringen. Vielleicht da hinten nochmal einen anderen Teppich mit Mais, so, nur Mais. Kann man dann nachher so mit kleinen gelben Jigs rübergehen. Hier das ist ein bisschen rötliches Futter, dann noch ein paar Mahnen rein. So, das werde ich jetzt erstmal machen. Ne? Also ziehen lassen, dann fütter ich an und in der Zeit zeige ich euch mal die Köder, mit denen ich angle. Also wir angeln hier tatsächlich so mit ganz, ganz kleinen, es geht natürlich noch kleiner, Mikro, aber ich habe jetzt mal diese so, ne? Da haben wir hier ein paar Copytos, ein paar andere Köder noch mit dabei. Und ich habe neulich, jetzt gerade erst, der Andreas hat mich drauf gebracht, war nämlich in der letzten Ultralight-Box, waren nämlich solche Jigköpfe von Hayabusa drin. Die haben nämlich unten hier so einen noch so ein Pfeil oder so ein Stab, wo man die Fische direkt raufziehen kann, also die Gummifische, weil es immer ultra ätzend war, diese ganz kleinen Dinger auf normale Jigs raufzubekommen, weil die haben vorne dieser Knubbel immer von diesen Jigköpfen, da ist es halt viel kaputt gegangen. Ne? Und dann wurden die halt zerfetzt und das ist richtig geil hier. Die zieht man nämlich einfach auf, wie so auf dem Spieß und bam, sind sie drauf. Das heißt, wenn mal einer kaputt ist, kann man gleich zack und gleich wieder rauf. Da habe ich mal geguckt, was für welche sind. Das sind Hayabusa-Haken und ich habe mich mal informiert im Internet, was das für welche sind. Und der Johannes Dietl hat einen ganz coolen Bericht drüber geschrieben auf Barschalarm über die ganze Serie. Und das ist richtig ultra krasses Zeug, muss ich sagen. Ne, da gibt es noch mehrere. Die
auch dann, könnt ihr euch mal, müsst ihr mal gucken bei Barschalarm, Hayabusa-Haken, da steht drin, wie die ganzen funktionieren. Und die teste ich jetzt auch mal, weil die machen echt richtig coolen Eindruck. So. Naja. Es könnte ein bisschen klumpenfreier sein, aber ist mir jetzt erstmal egal. So. So, das Geile ist, man kann hier kreuz und quer rausfeuern. Dann natürlich nicht beim ganzen See schon seine Fläche so haben. Aber wir wollen ja viel große Fläche haben, dass die viel suchen. Ne? So, da vorne gab es schon Aktivität. Wie geil. So, wer weiß. Also ich hoffe ja, dass wir überhaupt erstmal was fangen, aber vielleicht fangen wir auch was Großes, ein Karpfen oder so. Natürlich heftig. Aber ich wäre auch schon mit einer schönen Rotfeder oder einer Plötze zufrieden. So. Ich habe natürlich jetzt keine Erfahrung, wie viel man jetzt hier reingedonnern muss. Deswegen mache ich das mal nach Gefühl. So, lass mir die Hälfte übrig, dass ich nachfüttern kann. So, das reicht erstmal. Jetzt warte ich noch 5 Minuten, bis die ersten Fische rankommen. Aber ich habe schon gesehen, da gründelt schon ein bisschen was. Also, man weiß nicht. Und da drüben auf der anderen Seite schmeiße ich jetzt ein bisschen Mais rein. Ne, dass man so zwei Möglichkeiten hat, wo man hinschmeißen kann. So. Kennt ihr das auch von früher noch? So, wenn man irgendwie Langeweile hatte beim Angeln, beim Friedfischangeln, dass man dann immer den ganzen Mais selber aufgefressen hat? Weil das ist schon lecker. Mal gespannt, ob das klappt. Ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass das funktioniert. Das ist auf jeden Fall geil. Also auf meinem Futterplatz, vorhin war das ja alles so verteilt, aber jetzt ist richtig geil Aktivität da. Bin richtig gespannt. Das Krasse ist ja, so. Es gibt ja viele Angler, die sich so spezialisiert haben auf viele Sachen. Es gibt Karpfenangler, es gibt Zanderangler, Raubfischangler. Ich muss sagen, ich bin auch eher raubfischaffin. Früher sehr, sehr viel auf Zander geangelt, immer noch, gerade so im Winter und Herbst. Aber irgendwann haben wir mal Lust, was Neues zu machen. So. Das heißt, ich habe so viele Sachen jetzt dieses Jahr auch ausprobiert und werde noch viele ausprobieren. Das ist so eine Sache davon. Da denkt man mal drüber nach, aber eigentlich macht man das nie. Und dann frage ich mich mal, warum macht man das nicht? Weil eigentlich ist es doch geil. Ne? Gerade jetzt, wo man... wenn man jetzt schon fortgeschrittener Angler ist, ne, und viele Fische schon gefangen hat und jetzt nicht nur für die Küche angelt, sondern quasi, ne, der Herausforderung wegen, spielt ja der Speisefisch an sich jetzt keine Rolle mehr. Ne? Das heißt, eigentlich geht es ja mehr darum, den Fisch gezielt zu beangeln, ne, zu überlegen, wie macht man das und auch Spaß dabei zu haben. Deswegen ist sowas auf Friedfisch eigentlich eine richtig geile Sache. Wenn es klappt, Leute, müsst ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also wenn es nicht klappt, dann ist natürlich scheiße, dann könnt ihr alles weitermachen wie bisher. Aber prinzipiell einfach mal Sachen machen, die man lange nicht gemacht hat. Ne? Ich war jetzt auch wieder Aalangeln zum Beispiel oder mal irgendwie Ansitzangeln. Das bereichert so das ganze Angelleben, finde ich, ein bisschen. Also manchmal wird es schon langweilig, man merkt es gar nicht, wie es auf einmal langweilig wird. Ne? Aber dann, das ist schon wieder geil. Es ist halt ein neuer Reiz einfach. So viel gequatscht, aber jetzt muss mal ein Fisch kommen. So, fangen wir an. Erstes Ziel ist auf jeden Fall erstmal überhaupt einen Biss zu bekommen.
dann kann man ja weiter rumprobieren, wie man die Montage verfeinert. Bisschen kleinere Köder, kleinere Haken. Aber erstmal gucken, ob es überhaupt klappt. Kann natürlich jederzeit passieren, dass du auch ein Barsch einsteigt oder so. Geil, ich habe einen, der erste Sitz, Leute, von Zwitzige. Habt ihr jetzt nicht mitbekommen? Ich habe es ja noch nie gemacht. Der Kameramann meinte, Vicky, du musst ihn mal liegen lassen, kurz. Ich habe ausgeschmissen, liegen lassen, weil er gerade mit mir geredet hat. Und in dem Moment, zack, hat er sich hier reingepfiffen. Schöne Plätze hier. So. Da ist er, die erste kleine Maus. So, natürlich noch ein bisschen. Also, geil ist ja, dass es geklappt hat. Und der kleine Fisch an dem, der Rute macht schon Spaß. Aber man möchte auch noch mal einen größeren jetzt. Und das nach dem ersten Wurf ist natürlich vermessen zu sagen. Aber mal gucken. Ja. Juhu. Sind auf jeden Fall da. Bäm. Also wir kriegen ultra viele Bisse, ey. Also ich. So, wir hatten jetzt auf Gummis richtig, richtig viele Bisse, aber irgendwie hingen die noch nicht so richtig. Das heißt, ich habe jetzt mal umgestellt, habe jetzt so eine ganz normale Spürmontage, nenne ich es mal, gemacht. Ne? Also einfach hier Vorfach, Ende, ein paar Maiskörner ran und hier halt zwei Bleischrote als Seitenarm. Der dann so ein bisschen über den Grund schleift, ne? Und das Gute ist, da kann man auch, also wenn man jetzt Anfänger ist und erstmal so Bisse haben möchte, kann man auch sehr, sehr gut so das Gespür dafür kriegen, ne? So einen Grund abtasten, ne? So wie ein bisschen anjinken. So, mal gucken, ob das klappt. Oh, ja. Oh, erster Biss schon gehabt. Zweiter Biss. Aber geil ist es natürlich trotzdem. Man muss sich ein bisschen so zurückhalten als Jigger, dass man nicht zu schnell die ganze Geschichte macht. So ein Maiskorn ist schon weg. Macht mir aber nichts. Das reicht noch. Es rüttelt in einer Tour. Yes. Ups. Na. So. Aber beim Friedfischangeln ist es ja so, dass die Kleinen sind die Vorboten. Und irgendwann kommen die Großen. So. Das mache ich jetzt noch ein paar Mal, weil es geil ist. Und dann mache ich aber wieder mit Gummi. Muss ich mir was einfallen lassen, wie die dann hängen. Wahrscheinlich einfach ein bisschen kleinere Köder nehmen oder kürzen. Jo. Hui, ist denn das ein Ast oder was? Ja. Ich dachte schon, wow. Wenn das ein Fisch gewesen wäre. So, zack, nix one. Hände schön nass machen. Ui. Das ist ja sozusagen, ups, ein Blei, ne? Oder eine Güster? Ist das ein Blei oder eine Güster? Güster hat, glaube ich, rote Flossen, obwohl vorne ein bisschen. So, Haken raus. So, ich werde aber gleich nochmal auf Jig wechseln, weil das war ja mein Ziel heute. Fisch! Juhu! So. Oh, der kämpft ja ganz schön. Kleiner Kämpfer. Ja, ja. Wie lange Güster? Bisschen größer diesmal. Komm mal hier. Kleine Maus. Oh, da hinten kam gerade ein großer hoch. Das war, glaube ich, sah aus wie ein Karpfen. Aber da habe ich nicht angefüttert.
So. Ich habe jetzt gewechselt auf kleinen Gummi, also Mikrogummi sozusagen. Das ist mal die kleine Plötze, der hat den reingepfiffen. So. Okay, weil wir hatten jetzt so viele Attacken auf die normalen, die großen scheinen noch nicht am Platz zu sein. Deswegen haben wir jetzt so einen ganz eigentlich nur den Schwanz von einem Mini-Kopyto genommen. Und das hat funktioniert. Bam. Hier sind Büster wahrscheinlich, weil die hat ein bisschen mehr Dampf als die Plötzen. Ja. So, da haben wir sie. Und es funktioniert. Aber die sind immer noch zu klein, um jetzt die Jigs so richtig reinzuhauen. Ne? So, tschüss. Cool. Jo. Nix da. Boah, komm. So. Oh, was ist denn das? So, guckt euch an. Schön vorne im Maul der Gummi. So. Wir haben jetzt bestimmt schon 40 oder 50 entweder auf Gummi oder Naturköder gefangen. So, jetzt müssen wir. Ich glaube, jetzt mache ich mal Pause, fütter nochmal nach und hoffe dann, dass dann vielleicht mal so ein großer einsteigt. Das wäre so geil. So ein bisschen größer wäre schon schön. Für einen Wurf mache ich noch. Die meisten Bisse kommen sofort beim Absinken. Das haben wir jetzt rausgefunden und mit Gummi muss man, also wir haben ja jetzt dieses Vorfach, das heißt wir müssen uns eigentlich schon ein bisschen höher jinken, damit der andere auch hinterherkommt und das dann wieder zum Boden taumelt so, ne? Das man normalerweise mit den Jig-Köpfen nicht so macht, ne? Die fühlt man dann so ganz cool sachte, vielleicht einen halben Meter über dem Teppich rüber. So, nächster. So. Hier schön vorne drinne. Maulwinkel. Okay. Wollt ihr Pause machen, wa? So, ich mach noch eins. Ist einfach so geil. Yes, so cool. Mal ein bisschen dichter ans Schilf geworfen und gleich ein größerer jetzt eingestiegen. Und wieder auf Gummi. Auf kleinen Kopyto. Komm her. Ja. Boah, Leute. Naja, das ist doch schon mal ein bisschen größerer Fisch. Ne? Wir steigern uns. So. Bam, geil. So, ich komme nicht zu meiner Pause, Leute. Weil ich mache es einfach so, wenn jetzt bei einem Wurf kein Biss mehr ist, dann mache ich eine Pause, okay? Oh, Alter. Ist ja schon ganz schön spät jetzt. Aber mein Platz ist geil. Boah, so, ich habe erstmal eine Stunde gechillt. Anderthalb. Weil vorhin war es echt ein bisschen heiß. Auch anstrengend, war auch vom Drillen. Mein Arm war auch ein bisschen müde. Und jetzt in der Dämmerung hoffe ich, dass dann nochmal eine Fressphase losgeht, ne, Leute? Das versuche ich jetzt nochmal auf jeden Fall. Yes! Oh, dann werden sie doch ein bisschen größer jetzt hier. Bam! Komm! Baby, yes!
Okay, das ist der größte bis jetzt, ne? Abends kommen sie alle raus. Mal sehen, ob da noch größere stehen jetzt. So, hier schön der Jig. Schön vollgesaut. Okay, muss ich nochmal den ganzen Schleim wegmachen. So. So, zack, der nächste. Wüster, erster Wurf, zack, bam, raufgeknallt. Boah, jetzt knallt's, Leute. Hintereinander weg, jeder. Ich habe jetzt meine andere Route mal genommen, weil da habe ich eine Taubenmontage. Zack, Barsch. Also Fischarten technisch haben wir heute abgeräumt. So, ups, weg ist er. So, nächster. Leute, das ist jetzt richtig krass. Jetzt geht's richtig ab hier. Da ist er, der Gute. So, zack, 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 nächster. Okay, kleiner. Aber die beißen, die hacken da voll auf, ey. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist voll geil. Die Bisse sind fast wie von Barschen. Also richtig so, tuck. Ne? So eine geile Sache. Ich dachte, jetzt kommt nochmal irgendwie so ein Karpfen oder irgendwas. Das wäre natürlich so der Oberhammer nochmal. So Leute, der letzte Fisch. Aber jetzt geht die Sonne unter. Den Karpfen habe ich leider nicht mehr erwischt, aber es war trotzdem geil. Waren auch große, also größere Bleie dabei. Ne? Die machen natürlich an so einer leichten Route auch richtig Dampf. Ich hatte einen geilen Tag, war schön am Wasser, vorhin auch nochmal schon gebadet, das hat, wurde ja nicht mit aufgenommen, Gott sei Dank. Und ich fahre jetzt nach Hause, die Sonne geht unter, schönes Panorama gehabt heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, aber ich gehe angeln hoffentlich, Leute. Also bis dann, ciao.